Ohne Ton und Musik macht das Ganze nur halb so viel Spaß. Und deshalb haben wir heute einige Tipps für dich, wie du vielleicht doch Musik in deine Reels bekommst. Reels sind nach wie vor hoch im Kurs. Der Trend lässt einfach nicht nach. Aber wenn du keine Musik hast, dann macht es wie gesagt nur halb so viel Spaß. Vor allem dann, wenn du vielleicht ja eine Idee hast, bei der du eigentlich nicht sprechen willst. Wir zeigen dir heute, wie du vielleicht doch noch ein bisschen ja coole Sounds in deine Reels reinbekommst. Wer ist das überhaupt? Wir, das sind die Piñatas und wir unterstützen hier auf YouTube mit unserem Kanal alle Unternehmen und Selbstständige dabei, ja, Instagram für sich zu nutzen, um zum Beispiel Kunden oder eben auch Sichtbarkeit aufzubauen. Den Musikbutton, den kennst du wahrscheinlich aus deinen Instagram-Stories. Wenn du ihn nicht hast, dann bist du wahrscheinlich ganz neidisch auf alle, die ihn haben. Und wenn du ihn hast, dann hoffst du tagtäglich, dass er nicht weggeht. Und meistens ist es leider so, dass wenn du keinen Musikbutton hast, du auch nicht diese klassische, coole Auswahl an Musik hast, die andere für ihre Reels haben. Dann hast du entweder überhaupt keine Musikauswahl oder so ein bisschen, ja, Stock-Sounds, für die du dich entscheiden kannst. Das ist ja schon mal besser als nichts. Wir schauen uns weitere Optionen an. Tipp Nummer 1, wechsle zum Creators-Profil. Wenn du ein Unternehmen bzw. selbstständig auf Instagram bist, dann ist grundsätzlich erstmal der Business-Account die richtige Wahl für dich. Das Problem ist, entweder du hast überhaupt keinen Musik-Button und somit auch keine Musikfunktion in deinen Reels oder eben nur so Stock-Sounds. Wenn du damit zufrieden bist und es dir gar nicht so wichtig ist, die aktuellsten Hits zu haben, dann ist das erstmal kein Problem. Wenn du aber etwas ändern möchtest, dann kannst du auch gerne bei den Einstellungen Instagram Creators Profil auswählen. Creators Profil, das ist eigentlich für Influencer gedacht, Leute, die einen Blog haben, und wechsle einfach mal dahin und schau dir an, welche Funktionen du hast, ob alles für dich nach wie vor klappt, so wie du das gerne hättest, weil es gibt ein paar Unterschiede, was die verschiedenen Profile können, und ja, du kannst das ja einfach mal testen, ob es für dich passt, ob du jetzt zufrieden bist mit der Musikauswahl, die du hast, mit den Funktionen, und falls nicht, kannst du mit einem Klick wieder zurückwechseln. Und genau zu dem Thema haben wir übrigens schon ein umfassendes Video hier auf dem Kanal, das blende ich dir jetzt ein. Der zweite Tipp mutet dir vielleicht etwas komisch an, aber tu doch mal einfach so, wie wenn der Musik-Button in den Reels genau da wäre, wo er eigentlich hingehört. Bei uns ist aufgefallen, dass vor allem am Anfang, aber auf manchen Geräten ist es immer noch so, der Musik-Button eigentlich da ist, er aber gar nicht eingeblendet wird. Du gehst also hin und wir blenden dir jetzt auch kurz ein, wo der sich befindet, und du klickst dann genau dahin. Vielleicht bringt dir das dann Musik in deine Reels und du hast dann auch schon die Lösung für dich gefunden. Nutze die Musik aus anderen Reels. Zunächst einmal gehst du hin und konsumierst selbst ganz, ganz viele Reels, und dann wirst du merken, okay, der Song gefällt mir, der O-Ton gefällt mir. Und wenn du unten bei dem Reel auf eben den Namen vom Song bzw. O-Ton klickst, dann kriegst du alle Reels angezeigt, die genau diesen Song auch nutzen. Und jetzt kannst du selbst einen Reel mit diesem Song erstellen. Es kann jetzt natürlich sein, dass du eine Meldung bekommst, dass du diesen Song nicht nutzen darfst, dann hast du leider Pech, aber teste diesen Trick trotzdem, weil bei manchen O-Tönen, also solchen Songs, die von Reel-Erstellern selbst eingestellt wurden, kannst du die dann doch nutzen. Also da, wo praktisch Musikrechte nicht greifen. Und das ist halt auch ein sehr, sehr toller Tipp für dich. Tipp Nummer 4, nutze InShot. Wenn du ein Business hast und du hast den Musikbutton, aber eben diese typische Stockmusik, dann kannst du hingehen und die App InShot nutzen, um das Video zu deinem Reel zu erstellen, und da hast du eben auch kostenlose Stockmusik drin. Das sind jetzt nicht die neuesten Charts-Hits, aber immerhin besser als nichts, und das ist super, super wichtig, weil das ändert ja nichts an der Reichweite von Reels. Die fehlende Musik bzw. die Stockmusik sollte dich nicht davon abhalten, auch selbst Reels zu erstellen.
Das waren unsere vier Tipps für Musik in deinen Instagram Reels. An der Stelle möchten wir aber gerne auch eine Warnung aussprechen. Wenn du einen TikTok-Kanal hast, dann lohnt es sich natürlich total, die TikToks auch nochmal als Reels hochzuladen. Was du aber nicht machen darfst, die geilen Chart-Songs aus TikTok zu nehmen, zu downloaden, weil das geht ja bei TikToks, dass man die Musik mit downloadet und dann eben bei Instagram nochmal hochzuladen, weil dann vervielfältigst du Musik, für die du je nachdem auch gar kein Recht hast. Was aber geht, ist nur das Video ohne Ton zu nehmen und dann eben die Musik entsprechend unserer vier Tipps drüber zu legen und dann hast du eben dein TikTok auch als Reel vervielfältigt, ohne aber eben Musik zu nutzen, die du gar nicht darfst. Instagram Reels gehören zu den größten Trends 2021 und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie erstelle ich denn überhaupt so ein Reel? Wir haben eine umfassende Anleitung erstellt, die solltest du dir unbedingt anschauen, weil damit erfährst du eben alles, was du brauchst, um diesen Trend für dich und dein Business zu nutzen.